Hallo zusammen. Viele Urlaubsgrüße aus dem Bayerischen Wald. Ich stehe hier an der Bergkapelle am Hohen Bogen und wir feiern das Fest der Verklärung des Herrn. Gerne möchte ich mit euch das Evangelium des heutigen Tages teilen. Aus dem Matthäus-Evangelium. In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde von ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Und Petrus antwortete und sagte zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen. Eine für dich, eine für Mose, eine für Elia. Doch während er redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie und siehe, eine Stimme erscholl aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte, steht auf und fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand außer Jesus allein. Ja, es gibt wunderbare Momente gerade in den Bergen. Orte, an denen man bleiben möchte, an denen man Hütten bauen möchte, wie vielleicht auch diese Kapelle hier. Und es ist wirklich wunderbar, wenn man verschwitzt den Berg hinaufkommt und so einen tollen Ort findet. Da möchte man bleiben. Aber wir wissen es genau. Wir können hier auf Erden keinen Platz finden, wo wir ewig bleiben können, wo es immer toll und schön ist. Für uns geht es weiter, so wie für die drei Jünger, die mit Jesus auf dem Berg waren, müssen wir auch wieder irgendwann hinabsteigen in unseren Alltag. Aber wir dürfen von diesen Geschenken, von diesen Plätzen, wo wir unterwegs sind, Kraft schöpfen und diese Kraft mit hinunternehmen für unseren Alltag, damit wir ja Zeugnis geben können von den tollen Dingen, die wir erlebt haben, gerade auch wenn wir in Gottes Schöpfung und schöner Natur unterwegs sind. In diesem Tag wünsche ich Ihnen, ja, dass Sie die Nähe des Herrn spüren dürfen, dass Sie Jesus ja, in Momenten des Lichts erblicken dürfen, Lichtblicke haben dürfen in Ihrem Leben. Und dafür segne euch alle der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.